Sie ist nicht da. Also kommt sie auch nicht. Du hast Hansons Jagdmeuten gesehen. Vielleicht wurde sie erwischt. Möglich. Und das bereitet mir große Sorgen. Ich muss sie finden. Man lässt seine Leute nicht einfach zurück. Glauben Rekruten diesen Märchenscheiß noch? Egal, was passiert ist, sie braucht unsere Hilfe. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen keinen Plan. Wir brauchen eine Person. Und zwar Solomon Reed. Vor 7 Jahren war er Leiter unserer Geheimdienstoperation in Night City. Er und Somi waren ein Team. Nach dem Konflikt wurde er zum Schläfer. Also ist er noch da draußen. Reed ist prinzipientreu. Er lässt sich nicht bestechen oder beeinflussen. Wenn wir jemandem vertrauen können, dann ihm. Dieser Reed klingt wie ein Ass im Ärmel. Warum spielst du es erst jetzt? Weil man einen Schläfer nicht mal ebenso aktiviert. Man braucht eine Hundepfeife. Eine was? Sag ihm nicht, dass ich das so genannt habe. Ein Signal, das nur Reed hört. Etwas kompliziert. Vor dem Krieg gab es einen geheimen Kommunikationskanal, der FIA. Ein Zugriffspunkt in einem Capitan Caliente in der Nähe. Der Zugangscode war 0931. Aber ein mieses Gefühl wie... Meinst du analoges Festnetz? Hat der Absturz die Zeit zurückgedreht? Geheime Daten verschickt man am besten über die Technologie, die sich am schlechtesten abfangen lässt. Das Caliente sollte noch angeschlossen sein. Steht der Besitzer auf Antiquitäten? Zumindest auf Regierungsgeld. Und vielleicht lebt er ja noch. Denk dran, 0931. Okay, klingt machbar. Und mir wäre Diskretion lieber als Zerstörung. Verstanden? Aha. Und was passiert dann? Reed wird dich überprüfen. Dann zeigst du ihm das. Das heißt, dass du für uns arbeitest. Was zum? Mit einem Eintrag in der FIA-Datenbank. Moment mal. Heißt das, ich bin jetzt Special Agent? Richtig. Willst du den Eid schwören, damit es sich echt anfühlt? Also, nee, lassen wir die Förmlichkeiten. Gibt's ein Problem? Ein ganz schön großes Versprechen. Ich schwöre nichts, woran ich nicht glaube. Wie du willst. Das kam ja auch sehr plötzlich. Viel Glück da draußen, Vi. Und lass dich nicht erwischen. Hey, gut, dass du diesen Fascho-Eid nicht geschworen hast. Ach ja? Manche Sachen sind es wert, ihnen sein Leben zu widmen. Aber nicht das. Schon klar. Scheiß auf System, auf Arasaka, auf die NUSA. Krieg dich ein, wie? Das ist kein Anarchisten-Workshop für Teenies. Ich war ja mal ein Konzernsoldat. Hab mich regelrecht in die Uniform gestürzt. Die waren so geil auf ihren verfickten Eid. Sprechen Sie mir nach, bla bla bla. Aber was ich damals geschworen habe, keine Ahnung. Willst du wirklich darüber reden? Eins muss man dir lassen, Vi. Du bist schlauer als ich damals. Dieser Rauch da. Dogtown hat einen neuen Papst. Oder Space Force 2 ist abgestürzt. Wir haben
Ich bin zwar neugierig, aber wir haben uns um einen Anruf zu kümmern. Lass mich dir einen Tipp geben. Sei vorsichtig. Hans? Wow, was hast du denn hier zu schaffen? Hier schlägt das Business-Herz von Pacifica V. Hier werden die guten Deals gemacht. Wir treffen uns also endlich mal persönlich? Dazu sage ich weder ja noch nein. Statt einer Antwort gebe ich dir lieber Arbeit. Hoffe, du nimmst an. Eins noch. Ich weiß nicht, wie du über die Grenze nach Dogtown gekommen bist, aber ich vermute nicht durchs Haupttor. Ist aber auch nebensächlich. Zukünftig kommst du jedenfalls problemlos rein und raus. Name und Gesicht sind jetzt im System. Ab sofort kommst du ungehindert über die Bezirksgrenze. Ich melde mich wieder. Wir reißen uns in diesem Drecksloch jeden Tag den Arsch auf. Ich fass es nicht, ein echter Kunde. Was darf's denn sein? Hey, ist das Kapitän Caliente etwa geschlossen? Zugenagelt sogar. Der Besitzer hat sich mit Kurt angelegt. Krass respektlos. Danach konnte er sich nur noch aufhängen. Du bist neu hier. Ich gebe dir einen Tipp. Pass auf, was du in Dogtown sagst. Mach den falschen Juben dumm an und du bist erledigt. Du bist ein Geschäftsmann, oder? Folgendes. Für ein paar Eddies sagst du mir, wie ich reinkomme. Das bereust du noch. Aber okay. Zu Eddies sage ich nie nein. Die neuen, Besitzer, zapfen Energie von der Straße ab. Check mal die Kabel da, an der Wand. Die führen bestimmt irgendwo hin.
Wenn du den Strom neu startest, funzen die Sicherheitssysteme vielleicht nicht mehr. Klingt vielversprechend. Wie läuft das Geschäft? Gut? Nee, seit dem Absturz drehen alle durch. Halb Doktorn rennt Rosalind Myers hinterher wie läufige Köter. Klingt eher wie Fake News. Aber morgen ist ein neuer Tag. Und jeder weiß, dass man bei Ronald alles bekommt. Ich will hier einfach nur weg, Mann. Diese verfickte Zone hinter mir lassen. Und dann, weiß nicht. Sandmais anbauen. Achtung, an alle Bewohner von Dogtown. Kurt Hansen hier. Am Dienstag besuchen uns Vertreter der Scavenger für Geschäftliches. Unsere Freunde vom Balkan haben vielleicht ein wenig Jetlag. Also hat jeder einen Punkt, 6 zu Hause zu bleiben. Blenden, schließen, keine Aufnahmen. Mehr Informationen in Kürze. An alle Bewohner. Kurt Hansen hier. Feindliche Agenten haben Dogtown infiltriert. In unserer Mitte befinden sich NUSA-Spione und Unruhestifter. Augen auf. Kapitän Caliente. Der Typ ist mit dem Schiff untergegangen. Sieht jetzt irgendwie aus wie ein Lager. Okay, was haben wir denn hier?
antiker Schrott. Ob das überhaupt funktioniert? Schon ran. Ich suche mir in der Zwischenzeit einen Cheeseburger. Ist da jemand? Hallo? Das Scheißteil ist kaputt. Oder du hast dich verwehrt. Fuck, was machen wir jetzt? Wer ist da? Nenn mich wie. Unser mysteriöser Freund ist nicht gerade sehr gesprächig. Da hätte auch eine Textnachricht gereicht. Gesundheit ist das Wichtigste! Ronald hat die neuesten Stims! Ach, das war ein Missverständnis. Ich wollte, dass er mir das Salz reicht und dann habe ich ihn ein bisschen geschnitten. Ein bisschen. Ich nehme Jaden beim nächsten Auftrag mit. Wieso den? Der Typ ist ein Weichei. Ja, aber er ist echt heiß. Aber nein, darum geht's nicht. Der hat Nova-Präparate von Ronald gekauft. Ronny? Scheiße. Hab den besten Sitz hier. Ein Teil vom Flugzeug ist in unserer Küche. Das wird ein spannendes Spiel. Johnny Silverhand ist Basketball-Fan? Alles okay? Seit wann? Du weißt, was ich meine. Mein Input ist ein anderes Spiel geht gleich los. Und dein Kopf ist der Ball. Hast recht. Da braut sich was Fieses zusammen. Ein verfickter Sturm, ja. Lass dich nicht vom Sonnenschein täuschen. Du trittst gegen erfahrene Spieler an. Aber du bist gerade erst aufs Feld gestolpert. Das sind geübte Soziopathen. Die tun bloß so, als wären sie deine Freunde wie... Also spiel ruhig. Aber werd nicht zum Spielball. Sag's doch einfach. Du traust Myers nicht. Ich kenne Leute wie sie. Politiker? Schlimmer. Militärs. Du hast entweder den Schwanz der Scheißoffiziere im Mund oder ihre Knarre, wenn du nicht gehorchst. Denen kommt man nicht so leicht. Als Deserteur weiß ich das.
Der furchtlose Johnny Silverhand, Geißel der Megakonzerne. Jetzt kommt's. Bezwinger der Verlogenheit, ist aus der Armee abgehauen. Unglaublich. Applaus. Der Schwachkopf, der zur Armee gegangen ist, war Robert John Linder. Fürs leichte Geld, für Ruhm und Ehre. Linder ist verreckt. Von der Front kroch jemand anderes nach Hause. Johnny, ich wollte nicht. Schon okay. Ist lange her. Eins habe ich in all dem Schlamm und Blut gelernt. Und das wäre? Nach dem Zuckerbrot kommt die Peitsche. Folgendermaßen. Jeder Soldat kriegt ein Gewehr, eine Flakweste und einen Haufen Versprechen. Früher oder später ist die Munition alle. Du blutest durch die Weste und die Versprechen sind ein Scheißdreck wert. Genau. Und dann greifen sie zu der Peitsche namens Werte. Du wirst im Schützengraben bombardiert, deine Chums bekommen nette Phosphorduschen und ein Offizier erzählt dir was von Loyalität und Pflicht. Wenn das Zuckerbrot ausgeht und sie die Wertepeitsche schwingen, dann lauf, kleines Häschen. Lauf. Vergiss nicht, dass ich den Scheißeid nicht geschworen habe. Wenigstens etwas. Schlimm genug, dass wir für die arbeiten. Nur solange ich unbedingt muss, okay? Werde ich dran erinnern. Dreh dich nicht um. Guck auf den Platz. Ende. Was hast du da? Sagt dir diese Münze hier was? Aber ich muss mir sicher sein. Der nimmt sich aber sehr ernst. Wer schickt dich? Eine gemeinsame Freundin. Sowas haben wir zwei nicht. Die Freundin hat einen Unfall überlebt. Davon gehört? Vielleicht. Zonenverteidigung. Mach Druck. Ist sie in Sicherheit? Nicht, wenn wir noch mehr Zeit vergeuden. Sehr gut. Dribbel um ihn rum. Ist dir jemand gefolgt? Hast du darauf geachtet? Das bezweifle ich. Hast du also nicht. Du musst noch einiges lernen. Naja, jeder fängt mal klein an. Schwarzer Thorpe Merrimack, auf der Straße, in 3 Minuten, Vordersitz. War's das? Verhör vorbei? Schon? Es wurde gerade lustig. Reed? Ein aalglatter Wichser. Ich glaube, er mag mich. Sicher. Und er hat bestimmt Süßigkeiten im Van. Wollen wir? Wo warst du, als es abgestürzt ist? Im Net. Plötzlich war so viel Verkehr, dass mein Eisbad fast gekocht hat. Und? Was meinst du? Schwarzer Thornton. Bevor wir fahren, entschuldige die Vorsicht. Ich gehe ungern Risiken ein. Manchmal ist es sicherer, einem Chum die Malorien in die Rippen zu drücken, auch wenn er auf meiner Seite ist. Nichts Persönliches. Nimm es mir nicht übel. Seltsames erstes Treffen, aber freut mich, Reed. Das höre ich in meinem Beruf nicht oft. Du bist nicht in unserer Branche, wie? Doch, das bin ich. Aber erst seit gestern. Wollte gerade sagen, die ersten Missionen sind die schwersten. Wäre aber gelogen.
Ich habe mir deine FIA-Akte angesehen. Interessantes Profil. Unabhängiger Söldner. Geboren in Haywood, Night City. Und interessanterweise, seit gestern Nacht ein FIA-Agent. Was mich interessiert, was hast du mit der ganzen Situation zu tun? Songbird hat mich angeheuert. Klingelst du? So me. Kennst sie also? Hab mit ihr gearbeitet. Ich dachte, ich höre nie wieder von ihr. Die Kleine ist ein Magnet für Ärger. Okay, dann besuchen wir endlich mal unsere Freundin in Not. Die Adresse bitte. Ein Gebäude in der Crest Street. 8. Stock. Du hast sie in Dogtown allein gelassen? Myers kann auf sich aufpassen. Das ist keine hilflose Bürostute. Hab sie kämpfen sehen. Ja, ich auch. Sie hat Erfahrung mit sowas. Hat schon ein paar Attentate überlebt. Wirklich tough. Aber trotzdem. Sie ist die Präsidentin. Warte. Ich muss rangehen. Was denn? Ich hab heute frei. Du bist doch der Manager, nicht ich. Frag halt Bob, der schuldet mir eh was. Tja, Pech gehabt. Ihr müsst mal ohne mich klarkommen. Mein Chef. Ich arbeite in einem Club. Als Türsteher. Du weißt schon. Ist das dein Undercover-Job? Türsteher? Reicht, um die Rechnung zu bezahlen. Plus Extras. Schläfer erhalten. Von wegen, niemand ist dir gefolgt. Fuck! Hansen Schläger! Und los geht's! Feindkontakt! Verfickte Scheiße! Wir haben's fast geschafft! Wir haben keine Chance. Los, umzingeln! Ich greife von der Seite an. Ja. Die entkommen uns nicht. Schlag das! Pass auf dich auf, wie. Verdammt sehr, Missgeburt! Lade nach! Ich erledige das! Sie haben mich! Schluck das! War ein verdammt großer Fehler. Oh. Da. Da. Oh. Ja. Oh. Mehr Kugeln! Was zur Hölle geht hier ab? Scheiße, wie? Die machen uns kalt. Oh. Das habe ich vermisst. Ja. Ja. Oh. Von den Seiten! Ich versuche es! Wie? Was ist denn los? Hey, rein ins Auto.
Wir sind dir gefolgt. Also haben sie Myers vielleicht schon gefunden. Vielleicht über eine Metrokamera? Die Straßen haben wir verdammt gut vermieden. Gute Idee, schlecht umgesetzt. Klassiker. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Augen auf. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, meldet es. Bin eine Woche weg und der Ficker ersetzt mich sofort. Egal, hast du es doch nie gewusst. Waren vor uns da. Schöne Scheiße. Bleib dicht bei mir. Ensons Schläger. Die haben deine Spuren gefunden. Wir müssen sie ausschalten. Hoffe, es ist nicht zu spät. Fast geschafft. Deckt die Verwundeten, verdammte Scheiße! Komm schon, tu mir das nicht an. Hör auf, er ist tot, okay? Tot. Das ist alles deine Schuld. Manche Dinge ändern sich nie. Was? Egal, wo sie hingeht, es gibt Tote und Verletzte. Scheiße. Ich hätte die Aufnahmen löschen sollen. Mein Fehler. Ein Fehler. Passiert den Besten. Hoffentlich bügeln wir das aus. Wenn jemand sie gewaltsam mitgenommen hätte, wäre das Stockwerk nur noch Schutt. Sie hätte sich gewehrt. Mach auf! Ich bin's! So begrüßt du mich? Sorry, Rosalind. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Dir auch? Das freut mich. Du hattest meine Nummer noch. Manche Nummern vergisst man nicht. Sei ehrlich, du hattest nie vor, diese Nummer zu wählen. Naja, ich war gerade in Night City, auf mich war ein Kopfgeld ausgesetzt. War ein günstiger Zeitpunkt, um mich zu melden und eine alte Freundschaft aufzufrischen. Ich würde ja gerne eine Kaffeepause machen, aber die Uhr tickt. Ich muss deine Rückkehr nach Washington organisieren. Nein, Reed. Erstmal müssen wir reden. Wir drei. Hier.
kommen die Präsidentin, ein Söldner und ein Geheimagent ins Oval Office. Weiß nur nicht, wo ich in dem Witz vorkomme. Du hast die Nachrichten gesehen. Hansons Rhetorik ist immer unterhaltsam. Er arbeitet diesmal aber nicht allein. Jemand von unserer Seite unterstützt ihn. Also, mit wem steckt Hanson unter einer Decke? Rosalind hat mehr Feinde, als du zählen kannst. Das ist noch nicht alles, Reed. Ich war nicht allein im Flugzeug. Hörtest du, Homie war auch an Bord. Wo ist sie jetzt? Wie hat als letzter mit ihr gesprochen? Nach dem Absturz verschwand sie. Wir sollten uns hier treffen, aber wir haben nichts von ihr gehört. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich betrachte sie als vermisst. Reed, du weißt genau, was das für die nationale Sicherheit der NUSA bedeutet. Außerdem ist sie dein Schützling, Saul. Du hast ihr all deine Tricks beigebracht. Sie rekrutiert. Und sie und wir haben eine Verbindung. Das ist eine Spur. Die einzige, die wir haben. Ihr zwei müsst sie finden. Gemeinsam. Reicht es nicht, dass ich einmal für mein Land gestorben bin? Was heißt das, du bist gestorben? Was hat sie über mich erzählt? Dass du ein Team von Agenten angeführt hast und nach Kriegsende untergetaucht bist. Hat sie ausgelassen, dass Arasaka mich erledigen wollte? Dass ich mit 3 Einschusslöchern auf der Intensiv lag? Dass ich erst nach 6 Monaten wieder ohne Hilfe scheißen konnte? Hat sie bestimmt vergessen. Bestimmt. Aber so war's. Nochmal langsam. Du hast Reed in NC im Stich gelassen. Er ist fast verreckt. Und jetzt soll er wieder für dich spuren? Echt jetzt, Madam President. Du schuldest ihm verdammt viel. Stimmt. Es tut mir leid, Reed. Für diese 7 Jahre. Reicht das? Für einen Neuanfang? Ich bin da. Ich helfe euch. Aber ich mach das für So-Mi und für mein Land. Nenn mich ruhig naiv. Und du, V? Du meintest im Auto, dass Songbird dich angeheuert hat. Richtig? Keine Ahnung, was sie dir zahlt. Aber du solltest dich fragen, ob es das wert ist. Songbird ist meine einzige Chance zu überleben. Ich hab den Relic von Arasaka im Kopf, der mein Hirn zerfrisst. Dann sind wir uns jetzt ja alle einig, V. Also können wir einander auch helfen. Das denke ich auch, Reed. Wenn wir Somi finden wollen, müssen wir uns anstrengen. Gründliche Aufklärungs- und Erkundungsarbeit. Wir brauchen Kontakte, Informanten, die mit uns reden, die davon irgendwie profitieren. Du musst ihr Vertrauen gewinnen. Das ist nicht so leicht in Dogtown. Ich muss Meyers Rückkehr nach Washington organisieren. Ich melde mich wie. Danke, V. Für alles. Lad mich mal zum Essen ein. Lädst du öfter Präsidenten auf Dates ein? Gelegentlich. Okay, abgemacht. Muss nur noch überleben. Okay, muss Leute anrufen.